Corona, klar, hat jeder natürlich gemerkt, im Umsatz, auch im Tiefkühlbereich. In manchen Wochen hatten wir sogar über 70% mehr Umsatz als zum Vorjahr. Wir haben jetzt heuer 1,4 Millionen investiert, haben angebaut und in der Bio-Abteilung haben wir jetzt einen eigenen Tiefkühlschrank, wo nur Bio-Artikel drin sind. Allerdings jetzt nicht die typischen Eigenmarken oder Industriemarken, sondern wirklich Biomarken, Demeter-Produkte. Haben auch die Beschriftung wegen modernisiert, haben das jetzt auf Fränkisch gemacht. Die steht jetzt halt Eis Nordisch oder Gesund vom Acker. Wenn er nicht aus Franken ist, dann wird der Kunde das wahrscheinlich nicht ganz verstehen oder er wird sich hart tun, das zu verstehen. Aber wir haben dann für die Kunden auch noch Bilder auf die Schilder gemacht, sodass sie es dann auch erkennen können. Wir haben letztes Jahr auf der Tiefkühlmesse das Mochi-Eis für uns entdeckt. Anfang des Jahres war wohl irgendwas in den sozialen Medien mal dran und seitdem ist es explodiert von heute auf morgen. Wir haben eine sehr gute Mitarbeiterin, die steht hinter der Abteilung, die kümmert sich bombig um alles. Die Abteilung sieht immer aus wie geleckt und solche Mitarbeiter sind Gold wert.